Ahoi, ihr Lieben! Wir. Dominik! Ja, genau! Dominik und ich sind hier! Tag 1 unserer Winter-Odyssee. Ganz genau. Ich bin mal sehr gespannt. Heute Nacht sollen es minus 9 Grad werden. Wird frisch, ja. Leicht frisch. Und wir haben ungefähr. Männer 20 cm hoch Schnee. Ja, 8. Und haben wir gespannt. Jetzt geht's auch los mit Zeltaufbau, weil wir haben erst noch minus 2 Grad. Ne? Ist doch trotzdem ganz schön kalt, oder? Ja. Was ist ein Hämmerchen dabei? Ja, Maxi, guck mal. Ich hab gleich alles getan. Voll ausgestattet, wie immer. Ja, einer muss ja dran denken, ne? So, Zeltaufbau. Das wird schon was werden. Ja, kannst du schon mal loslegen. Dankeschön. Gut, das ist ja schön. Und wie geht der Hering rein? Wie Butter. Geil, Mann. Ein Messer durch Butter. Von mir frieren die Hände. Sehe ich gar nicht. So, ach, wird schon gehen, Mann. Machen wir schon schön. Wir machen das schon schön. Aber ja, toll. Hey, du hast Feuer gemacht, Mann. Unsere Zelte. Oh, sag mal. So, unsere Zelte stehen. Dominiks Domizil steht und meins steht auch. Jetzt nur noch ein bisschen Schlafsack, Luftmatratze. Dominik macht ja gerade Feuer und dann Essen, oder? Ja. Luftmatratze ist drin. Ich habe auch unten drunter eine kleine Liegenauflage für die Sommerliege, um ein bisschen Isolation nach unten zu haben. Der Dominik hat, jetzt habe ich sein cooles Gadget gar nicht gezeigt. Flextailpumpe. Also das ist kein Asthma-Gerät, das ist eine Luftpumpe, eine elektrische. Was ist da noch geiler ist? Alter, geiles Teil. Jetzt bin ich blind. Dominik, ja, wir sind fertig. Also mit dem Großteil. Auf jeden Fall, ne? Ich danke dir für das leckere Bier. Ich hoffe, dir schmeckt das. Auch wenn du kein Bier mehr trinkst. Ja, ne? Ich trinke kein extra wegen Bier. Dir zuliebe trinke ich wieder das eins. Das ist sehr lieb. Ich weiß, aber schon gleich Kopf. Aber animieren, ich darf dich eigentlich nicht zum Bier trinken animieren. Nee, nicht. Aber ist ja egal. Machen wir eine Ausnahme. Also, Prost. Prost. Das wäre ein richtig geile. Auf einen schönen Abend. Ja, 2 Tage. Und auf schöne 2 Tage. Weil es heute Nacht nicht erfrieren, aber dann würde das Video eh nicht sehen. Prost. Ja, wir haben eine freudige Überraschung heute erhalten. Und zwar, es werden keine minus 9 Grad wie vorhin noch, sondern nur minus 6. Glück gehabt. Leute, es ist echt arschgeil, ey. Was sagst du? Lange pennst du immer so. Ach, eigentlich werde ich wahrscheinlich heute Nacht gar nicht pennen, so richtig. Ne? Also, ich bin aber kein Langschläfer. Ach, so, ihr Lieben. Es ist jetzt kurz nach 10. Das Thermometer zeigt minus 2 Grad an, aber der Wind, der macht eigentlich alles richtig ein bisschen ballerballer. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, um was zu essen zu machen. Selbst der Gaskocher hat bei den Temperaturen und bei dem Wind irgendwie versagt. Egal, wir sind in die Küche runtergegangen, da ist das dann sehr schnell warm geworden. Und damit sind wir wieder zurückgelaufen und das Essen wurde in der Schüssel auch wieder sehr schnell kalt. Wir haben uns jetzt beide eingemummelt in den Schlafsack. Der Dominik ist drüben in seinem Zelt, hat sich da schön gemacht und ich hier, also gucken, was die Nacht so bringt. Bis morgen. Tschüss. So, Dominik, gute Nacht. Boah, wunderschönen guten Morgen. So, die Kamera funktioniert wieder. Die Kälte hat die DJI in die Knie gezwungen. Alter Schwede. Aber uns nicht. Wir trotzen der Kälte.
Oh, es ist glaube ich jetzt 8:30, ne? Nee, schon 10 Uhr. Oh, 10:30, auch nicht schlecht. Ja, 10:09. Der Jörg hat gerade sich gemeldet, dass er auf dem Weg hierher ist und gleich da ist. Ja, wie war die Nacht? Richtig angenehm. Okay, fand ich nämlich auch, außer... Nur irgendeiner hat immer die ganze Zeit gelabert, die Nacht. Weil er 5-4 Mal auf Toilette gegangen ist oder so. Keine Ahnung, naja, wie gesagt, derjenige wahrscheinlich mit dem Gegner. Naja. Seite ein bisschen über. So, ihr Lieben, die Wanderung ist vorbei und wie heute Morgen schon angekündigt, haben sich mittlerweile auch Jörg und Sebastian eingefunden. Hallo Sebastian! Na, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das, was du immer machst. Moin Jörg! Moin! Boah. Aber wir haben uns ja eben schon auf der Dings, ich bin auch ein bisschen durch. Wir sind jetzt so ein Wandern gewesen. Was soll ich sagen? Also, was ist mit dir los? Ich muss ins Bett, ich muss schon schlafen. Du bist eine Blöde, bist du, ey. Egal. Haben uns in unseren Camp eingefunden und machen was zu essen. Bei Jörg gibt es Chili ohne Karne. Chili sind Karne. Sind Karne, danke schön. Ja. Dominik macht den geilen Naturensöhnetopf, den werdet ihr ja noch kennen aus unserer sächsischen Schweiz-Odyssee. Und was gibt es bei dir Schönes? Das Übliche. Bei mir gibt es den OMS-Topf. Maultaschen. Mit Reis und Waldpilzsuppe. Und ich muss das Ganze diesmal, würde ich das gerne anbraten, in einer Kräuterbutter. Schön. Hört sich auch sehr gut an. Bei mir gibt es heute, ich habe zu Hause vorgekocht, Nudelsalate selbst gemacht mit lecker Wiener Würstchen. Geil. Löffel, oder? Nee. Das ist kein Löffel. Nee, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, dass ich keinen Löffel habe. Scheiße. Soll ich mit meinem Löffel machen? Ja, ich wohin fahren. Stört dich das? Ja, stört mich. Nein, komm rein, Alter. Und voll. Dein Blut. Das ist so schön rot, ne? Junge, diese scheiß Akkus, das geht mir so dermaßen auf die Mülle, ey. So schön warm hier, auch jetzt mit dem Kopf. Und was ihr vielleicht nicht sehen könnt gerade, es ging daneben. Das ist aber auch das ist gut jetzt. Danke. So, wir probieren jetzt mal das, was Leckeres der Dominik gezaubert hat. Ich hoffe, du bist schärfefest. Ja, guck mal, wie scharf, weil die überhaupt scharf ist. Kannst du mal so einen Holzscheit mal geben? Mhm. Okay. Oh, ordentlich gewürzt. Kann man essen. Danke, Mann. Ist gut, ja? Ja. Geil. Geil. Hey, Sebastian. Der ist auch da. Ach, hallo. Ist deine Kamera ist am Start. Oh, ja. Ja. Ausnahmsweise mal. Ja. Hier das lecker Maultäschchen. Maultäschchen gibt es hier. So, die werden gerade schön angebraten in Kräuterbutter. Ah, das duftet nach gar nichts, weil es so kalt ist. Aber es sieht lecker aus. Das ist die Hauptsache, oder? Ja, dann guten Hunger euch und dir hallo. Auch gleich, ne? Dankeschön. Wir haben wahrscheinlich dann irgendwie ein anderes Nutzungsverhältnis. Oh, so ihr Lieben, es ist jetzt 23.40 Uhr. Wir haben uns jetzt alle in unser Nest reingemacht und versuchen diese nächste kalte Nacht zu überstehen. Aber ich denke, das wird. Wir sehen uns morgen früh wieder. Heute war ein echt cooler Tag gewesen. Und den Eindrücken gehe ich jetzt nämlich auch schlafen. Also, gute Nacht und bis morgen oder für euch dann bis gleich. Oh.
Guten Morgen, Versuch Nummer 2. Eben ist die Kamera ein bisschen ausgegangen und durch die Kälte hat den Akku wieder zerrissen. Ja, wie ihr seht, dass die Sonne heute nicht scheint. Es hat ein bisschen geschneit. Die Nacht war ein bisschen besser als die erste Nacht, ne, weil auch ein bisschen wärmer. Wir tun die Schultern ein bisschen weh. Aber hier ist schon rege was los im Camp. Die Räuber sind auch schon alle wach. Gucken wir mal. Sag mal, Dominik, wo ist er denn? Was hast du heute Nacht veranstaltet mit deinen Geräuschimitationen? Geräuschimitationen? Sägewerk ging ganz gut. Ich, das Sägewerk. Das wüsste ich aber. Wer war hier am Schnarchen wie ein Weltmeister? Na, du. Nö, du. Nö, wir haben geschlafen. Ja, ja. Dann packen wir die an. Sebastian, wie war deine erste Nacht? Wie war deine Nacht? So ein Schnarchsack rumgeschnarcht. Ist schlimm gewesen, oder? Du hast geschnarcht. Ich hab nicht geschnarcht. Ohne Scheiß nicht. Hä? Ich hab's auf Video. Echt? Ja. Was an meinem Zelt, oder? Aber was? Weil ich raus musste, meine Ohrstöpsel. Das hab ich mitgekriegt. Ich hab meine Ohrstöpsel rausgeholt, weil ich nicht schlafen konnte. Ja. Und ich hab extra noch gesagt fürs Protokoll, ich bin das nicht. Genau, das drauf. Dann hier die Frage, darf ich das veröffentlichen? Ach, natürlich. Gut. Ich bin um 2:30 aufgestanden. Ja, jetzt hab ich mitgekriegt, wie du aufgestanden bist. Ja, und dann hab ich da meine Ohrstöpsel geholt. Mit laufender Kamera. Ja. Nur noch gefilmt. Da ist der Marco, da hört man so. Ich halte das alles noch für ein Gerücht. Alles. Komplett. Naja, okay. Ich lasse mich überraschen, was da kommt. Ja. Schön. Aber sonst sagst du mal gut. Ja, ja, also das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Es war wirklich kalt. Da müsste man dann mit dem Equipment vielleicht ein bisschen nachbessern. Ja. Aber so, auch ich habe so geschlafen, komplette Montur. Ja. Man kann sich ja kaum drehen in dem Schlafsack. Ja. Ne? Füße tauen jetzt langsam auf. Ja, Füße immer das Schlimmste. Ja. Schön oder weniger. Oder Hauptsache Abenteuer. Boah, so. Hallo. Ja, so, Jörg, du beginnst schon fleißig mit dem Abbau. Ich bin schon fast fertig nochmal. Ich fahr gleich. Ja, super. Aber wenn du fertig bist, kannst du wieder weitermachen. Abzubauen. Ganz ehrlich? Ja? Nee. Na, immer. Naja, immerhin habe ich lieb gefragt. Ach, Dominik, waren schöne 2 Tage, wa? Ja. Spaß gemacht. Im Sommer wäre noch mal schöner, ne? Ja, im Sommer ist was anderes. Aber ne, geile Winterkulisse. Und die Idee, die du gehabt hattest, ne, gestern war zum kahlen Asten da wandern zu gehen. Schön, ja. Schön, ne? Mir gefallen, Mann. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und auch ein sehr, sehr schöner Campingplatz. Ja, das ist wirklich cool. Ne, Camping, was war das nochmal? Camping am? Campingpark am Bergischen Land. Campingpark am Bergischen Land. Geil. Schön, schön. Auch wirklich tolle Sanitäranlagen hier, sauber. Und nettes Personal. Ich habe nur eine Dame kennengelernt in der Rezeption. Und naja, jetzt geht's halt abbauen. Ah, ist das herrlich. Einmal im Schnee gezeltet. Super. Wir gucken mal gerade, wo die anderen alle hin sind. Die haben sich nämlich zum Spielplatz verkrochen. Wenn wer kommt? Schlange. Ja, wir diskutieren gerade über ein gewisses Loch in dieser Holzwand. Ja. Das gute alte Holzwurm-Bohrloch. Ja, ich brauche ja, so ein ähnliches. Damit hier Zwischencut und wir sehen uns gleich im Auto bei Marco wieder. Achso, ja, Dominik auch? Also ich würde auch noch gerne. Achso, ja. Wenn wir schon mal hier stehen, ja, wenn wir schon mal so vorankommen zu viert. Ja, das gut. Lass gehen, Junge. Also ihr Lieben, Ich
Also ihr Lieben, dann tschüss. Welche ist deine Kamera? Die GoPro. Die linke. Ah, dann müssen wir da reinwinken. Ja, ich wollte nur die Füße. Alles gut, dann läuft ja mal. Hier, dann lässt mich an. Jawohl, es ist geschafft. So, ihr Lieben, auch. Nicht auch doch. So, ihr Lieben, es ist geschafft. Ein Camping-Wochenende geht zu Ende mit einem schönen Wandertag. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ne? War ich unterwegs. Das Wandervideo ist ja extra, ne? Mit Dominik und mit dem Jörg. Richtig geil. Auf dem kahlen Asten mit 20 cm hoch Schnee. Video packe ich irgendwo hin, glaube in die Videobeschreibung. Und ein geiles Camp-Wochenende mit Sebastian, dem Jörg und Dominik. Die waren nicht woanders. Ne? Es hat sehr viel Spaß gemacht und schön, dass ihr dabei wart. Ne? Guckt euch die Videos auf jeden Fall an, falls ihr bis hierhin überhaupt selber geschaut habt. Ja, bestimmt schon mal. Ja. Ich denke schon, na klar, ich kenne euch. Was angeht, ne? Und ja, campen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja! Ab nach Hause, ist kalt.